Hallöchen Leute, willkommen zur 6. Episode von natürlich Resident Evil 7 Biohazard. Ich bin euer gut gelaunte Moderator Davy und wir sind natürlich wieder hier zurück in diesem Raum, bevor wir natürlich diese Badewanne leer machen und natürlich Jack auftauchen. Das erspare ich mir erstmal alles. Ich will natürlich erstmal... Oh, da geht... Das war... Ein Ruckler, aber ein heftiger sogar. Also erstmal will ich was ganz anderes gucken. So, erstmal muss ich hier eh nochmal mir ein bisschen den Überblick verschaffen. Ich werde mir jetzt alle Munitionsreste, was es gibt, erstmal zugute tun und natürlich im Inventar einmachen und versuche natürlich diesen gottverdammten Jack ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ich traue ihm ganz ehrlich nicht. Und ich glaube, niemand von euch traut ihm genauso. Aber er hat uns in der letzten Episode bewiesen, dass er ein knallharter Gegner sein kann. Und ich denke, bis jetzt werde ich erstmal nicht gegen ihn antreten können. Ich vermute mal, wir müssen irgendwie, wenn es uns möglich ist, so schnell wie möglich von ihm wegziehen, abhauen. Und natürlich, ich habe auch eine Idee, was ich machen kann. Das wäre noch eine Möglichkeit. So, boah, das ruckelt gerade heftig und ich verstehe nicht, warum es gerade so ruckelt. Ganz merkwürdig. So, ich will auch das mit der Kassette jetzt dann in dieser Episode machen. Ich werde auf jeden Fall erstmal jetzt nochmal schnell... So, ich werde jetzt auf jeden Fall schnell hier die Munition von der Seite noch holen. Dann gehe ich speichern, vorsichtshalber. Das wird das natürlich alles haben. So. Sehr schön. Die Munition nehmen wir natürlich auch mit. Aha, da braucht man Dietrich bestimmt dafür. So, jetzt... Jo, irgendwie ist heute Ruckeltag erlaubt. Keine Ahnung warum. So, was gibt's hier? Hier gibt's nichts. Okay, dann machen wir die Schnellaktion. Hier runter. Gut, ohne dass wir großartig Energie verlieren. Ist sehr schön. So, dann werden wir auf jeden Fall jetzt hier erstmal abspeichern. Dann haben wir nämlich genug Munition. Und natürlich werden wir jetzt uns das gottverdammte Teil jetzt holen erstmal. So, erstmal hole ich mir jetzt die Kassette, wo ich hier reingemacht habe von mir, weil es mich einfach mal interessiert, was da abgegangen ist. So, das tue ich jetzt erstmal wieder zurück machen. Das war wirklich nicht so geplant. So, zurück. Zurück. Sehr schön. Alles klar. So, dann gucken wir mal. So, nochmal einmal kurz abspeichern. Wunderbar. Das, ja, kein Fehler passiert. Und jetzt gehen wir jetzt weiter. So, jetzt gucken wir uns mal genauer diese Kassette jetzt an. Oben im Gesellschaftsraum. So, und der gute Jack kann mir erstmal ein bisschen von der Ferne bleiben. Ohne Witz, das muss jetzt echt nicht sein. Gut, das habe ich schon geholt. Das sind schon die übelsten Geräusche wieder am Start, ja? So, alles klar. Ja, Omi. Ich weiß, alles ist cool, ja. Der Onkel Davy will nur gerade vorbei. In so einem Gesellschaftsraum. So sieht's aus. So, dann machen wir mal doch die Kassette rein und gucken mal, was jetzt abläuft. July 19, 2017. Mia Winters, Old House. Aha. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Okay, jetzt spielen wir Mia. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Okay. Hier drüben, Mami. What the fuck? What the fuck? Okay, die ist jetzt zu. Alles klar. Ich denke mal, dann ist das die einzigste Tür.
Okay, da geht einfach mal die Kerze aus. Ganz merkwürdig. Alles klar. Sehr interessant. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mistfarben. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Oh mein Gott. Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Das erinnert mich aber an den Trailer, wo wir schon öfters gesehen haben, was das angeht. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Oh mein Gott. So, jetzt gehen wir wieder da durch. Okay. So, was ist das? Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß nichts. Du verstehst es einfach nicht? Oder kümmert es dich einfach nur nicht? Ich hoffe, dass ich jetzt hier richtig bin. Ich habe keine Ahnung. Darunter kann ich schon mal nicht. Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausdenken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Oh mein Gott. Willst du uns sehen? Okay, sie geht. Oh, oh. Oh oh. Sehr squeezy die ganze Aktion. Komm nicht hierher. Beweg dich nicht! Verdammt! Okay, dann, ja. Dann müssen wir es wohl neu machen, alles klar. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ganz ehrlich. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Ich bin mal gespannt, ob sie mich jetzt sehen wird. Allgemein. Wenn ich jetzt hier hinten bin. Hoffe ich mal nicht. Wäre nämlich dreiste Scheiße. Ja, so kann man es formulieren. Eigentlich dürfte mich hier nicht sehen. Yes, sie sieht mich nicht. Die Foot. Sau gut. Nee, die ist da hinten. Die ist da hinten, die Foot. Verdammt! Die wird bestimmt jetzt hier drüber rüberkommen. Ne, die geht wieder rein. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Alter, was für eine bekloppte Tante. Warum haust du nicht da? Wir öffnen unser Zuhause! Wir öffnen unsere Herzen! Und was machst du? Ich guck, dass ich verschwinde. So, Dele.
So, was können wir jetzt hier machen? Ah, interessant. Ja, ja. Jetzt muss ich das Rätsel hier lösen. So. Okay. Ja, ja. Sehr gut, so haben wir es. Aha. Interessant, jetzt verstehe ich das. Alles klar, das heißt, es gibt bestimmt einen Geheimgang im Haupthaus. Alles klar. Also musste ich jetzt eigentlich nur warten, bis die Tante mal vorbei weg war, dass ich natürlich hier durchkomme. Alles klar, das heißt, ich verstehe es. Ich muss mich dann beeilen, was das angeht. So, jetzt sind wir hier drüben, okay. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du, du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Oh Gott. Wie wär's, dass du dich jetzt verdünnisierst wieder? Schlimm, ey. Ganz, ganz schlimm. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Dachschaden? Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf! Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Die ist total übergeschnappt. Alter. Ich glaube, ja, wir müssen warten, bis die... Hier, die laufen wieder hierher, oder? Ja, das heißt... Ja. Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Okay. Da ist ein Foto. Oh oh. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Wo denkst du, dass du hingehst? Was für eine Fratze, ey. Meine Güte, ich sag mal, ja, ich habe ja schon in der ersten Episode betont, dass es ja nicht so das grafische Meisterwerk ist, das Spiel. Was haben sie dir angetan, Mia? Aber holla die Waldfee, ey. Also wirklich, holla die Waldfee. Das gefällt mir nicht. Das hat mir ja gerade nicht gefallen, der Ton, um ehrlich zu sein. Aber holla die Walfe war das gerade krass. Das heißt, ich muss mich schnell beeilen und hier... Okay, da muss ich auch so ein Teil jetzt dann machen, alles klar. Das heißt, ich muss mich ratzefatze beeilen. Warte, das sind auch Köpfe. Das heißt, ah, warte. Ich habe aber nur zwei, ja? Scheiße. Okay. Alles klar. Das heißt, ich habe schon zwei Köpfe, aber der dritte fehlt mir. Gut zu wissen. Aber leck mich am Arsch, ey, bis jetzt. So, das heißt, jetzt muss ich mich natürlich dann Jack begeben. So, speichern wir erstmal ab nach dem kleinen Fortschritt, den wir hier jetzt absolviert haben mit mir. Das haben wir nämlich jetzt auch hinter uns gebracht. Wow. Ey, also, es zittert mich in diesem Let's Play. Also ganz ehrlich, ich habe Gänsehaut ohne Ende. Also ich glaube nicht, dass ich noch ein Part aufnehmen kann. Das ist mir echt hardcore. Also ich hoffe nur, dass wir jetzt gut durchkommen.
was die Aktion jetzt hier angeht. Hoffe ich wirklich sehr. So, Jack Lee, ich bin bereit für dich. Ich werde das Teil jetzt holen und dann so schnell wie möglich da durchrushen. So. Ah, okay, mit X tut man 180 Grad schnell drehen. Interessant zu wissen. So. So, gut. Das Einzige, was ich machen muss, ist halt das hier. Es gibt nichts anderes mehr. So. Ja, machst du mal. So, ich hoffe, dass das jetzt schnell funktioniert alles. So. Und Ruckler. Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Ich weiß. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. So, komm. Okay. Nee, so ist es nicht. Ja, so. Nein. Aber ich habe genug Zeit anscheinend, das so zu machen, wie es passen sollte. Ah, so. So haben wir es. Sehr schön. Wow. Alles klar. Wer baut diesen Mist? Und durch. Ohne nach hinten zu gucken. Gott sei Dank, ey. Okay. Haben wir jetzt wieder Ruhe? Haben wir hier einen Speicherpunkt oder sowas? Okay. So, wir haben Patronen gefunden. Das ist schon mal positiv. Ach, ein Klo. Wunderbar. Es schmeckt mir irgendwie nicht Psycho... Okay, was ist das? Hey, da ist ein normaler Kühlschrank. Wow. Was geht hier ab? Ein normaler Kühlschrank. Das ist ja phänomenal. Das erwartet man ja eigentlich nicht im Resident Evil, eh? Bis jetzt haben wir ja nur Gedärme gehabt. Wow. Also munitionstechnisch gesehen, kann ich mich jetzt echt gerade nicht beklagen, ne? So, da kommen wir natürlich noch nicht durch. Ah, ah, da haben wir wieder so ein hässliches Ding. Und da ist so eine geile Waffe, wie es aussieht. Oh, verdammt. Und ich komme nicht hin, ne? Schade. So, da gibt's nichts. Alles klar. Ich traue mich irgendwie nicht in den nächsten Raum. Kommt schon der Kackstift halber raus. So, was gibt's hier? Okay, hier brauche ich wieder einen Dietrich. Das gefällt mir nicht. So, hier gibt's nichts. Ich guck, was ich hier noch finde. Was ist das für eine Nachricht? Okay, da ist ein Bild drauf. So, 14. Juni, Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg, er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli, 3 College-Studenten sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August, obdachloser Mann in 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Aha, interessant. Interessant, die tun hier Leute verwandeln, aber auf was? Das könnten all die Opfer sein. Ja, das ist in der Tat. So, wo? Da. Lecker. Lecker Schmecker vom Dienst, ey. So, da haben wir noch eine antike Münze. So. Da gibt's nichts. Ich würde aber echt jetzt den Speicherpunkt gerade wieder begrüßen. So. What the fuck? Was bist du?
Fuck, was ist das für ein Vieh? Alter! Was bist du für ein hässliches Kackvieh? Du bist aber tot, hä? Alter Falter. Der schickt mich gerade ultra nett. Okay. So, jetzt haben wir hier was. Okay, aber ich kann dich nicht kaputt machen. Das gefällt mir auch nicht, um ehrlich zu sein. Okay. So, wo befinden wir uns jetzt? Interessant. Ah, da haben wir endlich wieder einen Speicherpunkt. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Super, da brauche ich einen Dietrich und ich habe keinen Dietrich. Sehr gut, dass wir hier einen Speicherpunkt haben. Und was gibt's hier noch? So, liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, er ist der Schlüssel hier raus. Alles klar, das heißt, das ist der letzte Schlüssel, den wir jetzt finden müssen. Hoffen wir mal auch, dass wir auch drankommen. So, Dele, gut, die antike Münze werde ich jetzt wieder ablegen. So, ja, genau. Das ist doch alles merkwürdig für mich. Ich muss das erst alles schnallen, was das Ablegen so angeht. So, die Mir-Sache haben wir abgeschlossen. Das heißt, das können wir ablegen. Das können wir auch ablegen. Aber was ist das Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärft, wodurch die Objekte einfach aufspüren können? Eigentlich eine ganz interessante Story in dem Moment. So, Leute, ich würde sagen, ich bin ja jetzt hier angelangt. Ich werde auf jeden Fall abspeichern. Und danke euch vielmals fürs Einschalten bei Resident Evil 7 Biohazard. Diese Episode haben wir ein bisschen erfolgreich abgeschlossen wie die letzte. Aber mir muss ja noch viel lernen draus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ihr wisst es, abonniert mich nämlich nicht nur das ist gerade, sondern damit ihr natürlich keine weiteren und zukünftige Projekte von mir verpasst. Tut einen Daumen nach oben fürs Video, wäre wunderprächtig. Natürlich damit das Video und der Kanal unterstützt wird. Euer gut gelaunter Moderator Davy sagt Tschüssi, aha, Kowski.